Kann ich mal Ihre Papiere sehen? Bitte. Sagen Sie mal, haben Sie was getrunken? Was war denn das? War jemand an der Tür? Was? Nee, ich habe nichts gehört. Dann habe ich mich getäuscht. Aber weil wir gerade von Preisen sprechen, wie ist das denn? Stimmt das noch, was hier im Prospekt steht? 16 Mark die Gallone? Leider nicht mehr ganz. Die Preise haben in der vorigen Woche etwas angezogen. Wenn Sie also vor 14 Tagen schon gekauft hätten, wären Sie bei dieser Preissteigerung schon mitgefahren. Sie haben, glaube ich, gerade die beiden Hähnchen bekommen hier, ja? Wir sind nicht ganz durchgebraten. Wir tauschen die gleich um, wenn ich sie gerade mitnehmen darf, ja? Sie kriegen gleich zwei neue. Dankeschön. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir leben im Zeitalter der nahezu vollständigen Motorisierung und ein erwachsener Mensch ohne Führerschein ist beinahe nur ein halber Mensch. Aber dieser Führerschein ist eine Lizenz, die man gelegentlich auch verlieren kann. Zum Beispiel im Zusammenhang mit dem berühmten Glas zu viel. Insbesondere wenn man das Auto beruflich braucht, kann einen der Verlust des Führerscheins natürlich an den Rand des Ruins bringen. In eine echte, wenn auch nicht unverschuldete Notlage also. Und Notlagen, das lehrt die kriminalistische Erfahrung immer wieder, sind ein dankbares Feld für Betrüger. Unser erstes Beispiel zeigt, dass einige windige Gauner auch dieses ganz spezifische Feld bereits entdeckt haben. Na dann Prost! 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 Hoch soll er leben! Hoch soll er leben! Dreimal hoch! 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 Also mein lieber Herr Hildmann, wir wünschen Ihnen weiterhin viel Gesundheit und dass Sie uns noch recht lange erhalten bleiben. Auf die nächsten 50 dann. Oh. Prost. Ja, Prost und vielen Dank. Prost. 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 Es ist noch Bier da. Sie haben sich wunderbar gehalten, seit Sie kennen. Ja, noch keine Komplimente. Brauchen Sie mal eine heute? Nee, danke schön. Nee, nee. Oh, noch ein fürs Geburtstagskind. Ja. Ja. Geburtstagsfeier in einem Architekturbüro in Köln. Ich hol nach. Natürlich wird der Anlass gebührend begossen. Niemand in der fröhlichen Runde macht sich zunächst Gedanken darüber, wie er später nach Hause kommt. Oh, mein lieber Herr Hiltschmann, für unser Geburtstagskind, damit Sie besser in die 50er kommen. Das war doch nicht nötig. Das beschämt mich, ja. Nee, Glas ist ja noch fast voll. Ja. Trinken Sie mal aus, damit ich nachschenken kann. Soll ich wirklich? Ich muss ja noch fahren, ne? Ach was, man wird nur einmal 50. Ja. Und so wie Sie gebaut sind. Oh. Danke. Anton Hildmann ist seit vielen Jahren in diesem Architekturbüro beschäftigt. Sein Beruf als Bauführer bringt es mit sich, dass er täglich mit dem Auto zu den einzelnen Baustellen unterwegs ist. In der Regel meidet er Alkohol während der Dienstzeit. An diesem Tag allerdings kann er die Kollegen nicht gut alleine trinken lassen. Paula, na Prost, Prost, der Kollege. Ach, du meine Güte. Ich habe immer noch Schmerzen. Ach, so. Es wird ziemlich spät an diesem Abend. Und wie immer bei solchen Gelegenheiten hält sich niemand für fahruntüchtig oder gar betrunken. Auch Anton Hildmann nicht. Wer hat als nächster Geburtstag? Ja, wer hat als nächster Geburtstag? Also, so. Kommen Sie gut nach Hause, ne? Ja, danke schön. Ihr auch. Tschüss. Tschüss. Küsschen. Zum Abschied heute. Also, Sie müssen nach Hause, Jungs. Tschüss, wollte ich nicht fahren. Wo gehen wir hin? Und dann kommt es, wie es kommen muss. Da hängt einer im Straßenrahmen, halt mal an. Guten Abend. Guten Abend. Was ist los? Ja. Guten Abend. Guten Abend. Was ist denn passiert? Sind Sie verletzt? Nee, das ist noch mal alles gut gegangen. Da hat mich einer in der Kurve so unverschämt abgedrängt und ist dann weitergefahren. Waren Sie allein im Wagen? Ja, ich komme gerade von der Arbeit. Darf ich mal Ihre Papiere sehen? Aber sicher. Bitte. Sagen Sie mal, haben Sie was getrunken? Naja, wir hatten eine kleine Feier. Ich bin heute 50 geworden.
Aber an dem Unfall bin ich nicht schuld. Der Kerl hat mich in den Graben gedrängt. Ja, ja, das werden wir dann schon sehen. Sind Sie mit einem Alkoholtest einverstanden? Na ja, wenn es sein muss. Dann blasen Sie mal kräftig. Sieht nicht gut aus. Ich glaube, da müssen wir Sie zur Blutprobe mitnehmen. Ihren Führerschein, den müssen wir leider vorläufig einbehalten. Ich rufe gleich mal den Abschleppwagen an. Vier Monate später, Amtsgericht Köln. Dann kommen wir jetzt zur Urteilsverkündung. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte wird wegen fahrlässiger Trunkenheit im Straßenverkehr zu 30 Tagessätzen von je 60 Mark, insgesamt also 1.800 Mark, verurteilt. Die Fahrerlaubnis wird ihm für die Dauer von 9 Monaten entzogen. Die Kosten des Verfahrens trägt der Angeklagte. Wie die Beweisaufnahme ergeben hat, hat sich der Angeklagte am Abend des 23. April mit einem Blutalkoholgehalt von 1,8 Promille ans Steuer gesetzt. Es waren bei der Urteilsfindung zwar eine Reihe von Milderungsgründen zu bedenken, dennoch stellte das Verhalten des Angeklagten eine erhebliche Gefährdung für die Allgemeinheit dar. Das ist aber da wir bei Dunkelheit auf stark befahrener Straße fuhren, musste er nicht mit der Unfallgefahr rechnen. In den nächsten Wochen erfährt Anton Hildmann, was es heißt, ohne Führerschein zu leben. Also 60 hoch, ja? Und zieht er hier rum, oder? Nein, bis hier in die Ecke. Ah. Sie, Herr Hildmann! Ihr Chef hat gerade angerufen. Sie sollen zur Schillerstraße kommen, in die Baustelle. Da steht der Installateur und 5 Mann. Und die finden die Schlitze nicht. Verdammter Mist. Wie soll ich denn da wieder hinkommen? Wenn Sie nur eine halbe Stunde Zeit haben, kann ich Sie mitnehmen. Dann bin ich hier fertig. Ich muss da sowieso fast vorbei. Okay, das ist wahrscheinlich das Beste. Ihr wisst ja Bescheid, ne? Ja, kommt ihr. Das finde ich wirklich prima, Herr Scholz, dass Sie mich mitnehmen. Aber das ist doch selbstverständlich, Herr Hildmann. In Ihrer Situation? Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Ausgerechnet jetzt, wo wir wieder so viel zu tun haben. Ich würde mir ja ein Fahrrad kaufen, aber damit komme ich ja auch nicht rum. Und ich muss noch froh sein, wenn die mich nicht rausschmeißen. Das kann ich Ihnen nachfühlen. Das ging mir auch mal so. Aber heute wüsste ich, was ich mache. Ich habe was in der Hinterhand. Wie meinen Sie das denn? Einen ausländischen Führerschein. Damit kann man hier ein ganzes Jahr fahren. Ach, gibt's das? Woher wissen Sie das? Aus der Zeitung. So eine Anzeige. Ich hab's mir sogar ausgeschnitten. Man weiß ja nie. Mensch, sagen Sie bloß. Haben Sie die noch? Ich meine die Anzeige. Ja, die habe ich in meiner Aktentasche. Ah. So, aber jetzt sind wir erst mal da. Vielen Dank fürs Herbringen, Herr Scholz. Ach, gucken Sie mal nach der Anzeige, ja? Das interessiert mich jetzt natürlich. Führerschein weg. Wir sagen Ihnen alles über ausländische Führerscheine und wie man damit legal Auto fährt. Sie können das Ding ja mal mitnehmen. Aber bringen Sie mir es wieder. Wer weiß, vielleicht brauche ich es auch mal. Vielen Dank jedenfalls und dann bis morgen. Tschüss, Herr Hildmann. Tschüss, Herr Scholz. Anton Hildmann hat natürlich auf das Inserat geschrieben und danach für 120 Mark eine Broschüre erhalten, die sich in seiner Not als Retter anbietet. Er studiert sie noch am gleichen Tag in der Mittagspause. Das hältst du nicht für möglich, was es alles für Tricks gibt. Führerschein aus Andorra für 50 Mark. Oder hier einfach eine neue Fahrprüfung machen in Ägypten. Dauert ganze 17 Sekunden. Ja, wollen Sie nach Ägypten fahren? Ja, der Flug kostet 1.760 Mark, hin und zurück steht hier. Das kann unter Umständen die Sache wert sein.
Aber hier kommt es ja noch besser. Der Schein aus Südamerika. Liebe Zeit, das wird ja immer schlimmer. Nee, nee, da braucht man gar nicht hinzufahren. Da muss man nur 350 Mark hinschicken und zwei Fotos an eine Adresse. Da machen die da den ganzen Behördenkram und man kriegt einen internationalen Führerschein. Also ich weiß nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das darf. Na, warum denn nicht? Hier steht ausdrücklich, der Führerschein wird in der Bundesrepublik anerkannt. Ja, überlegen Sie doch mal, ganzen Ausländer, Gastarbeiter und so, ja, die fahren doch auch ihr Auto und alle mit ihrem Führerschein von zu Hause. Wenn Sie meinen, dann versuchen Sie es halt. Ach, es ist dann hoffentlich das Letzte, was mich mein Geburtstag kostet. Wenige Wochen später ist die Welt für Anton Hildmann tatsächlich wieder in Ordnung. Die schlimmen Tage ohne Auto sind vergessen. In seiner Brieftasche steckt ein nagelneuer Führerschein aus Paraguay. Gut, dass Sie so schnell gekommen sind. Wir haben hier ziemliche Schwierigkeiten mit der Schale. Die Maße stimmen nicht. Na, dann lassen Sie mal sehen. Das werden wir gleich haben. Die Freude des Bauführers an seinem neuen Führerschein dauert aber nicht lange. Als der Zufall ihn zum ersten Mal mit der Polizei in Berührung bringt, zeigt sich, dass die Versprechungen in der Broschüre nur sehr bedingt zutreffen. Hey, den kenne ich doch, den haben wir noch einen Führerschein abgenommen. Ja, der Golf mit den gelben Streifen und den beiden roten Punkten hinten. So, der müsste eigentlich noch Sperrfrist haben. Gucken wir uns mal an. Kennen Sie noch? Kann ich mal Ihre Papiere sehen? Ja, natürlich. Hier ist meine Zulassung und hier ist mein internationaler Führerschein. Und wo ist Ihre deutsche Fahrerlaubnis? Die? Die habe ich noch nicht wieder. Tut mir leid, Herr Hildmann. Damit darf ich Sie nicht weiterfahren lassen. Und so waren die 350 Mark, die der ahnungslose Bauführer für seinen internationalen Führerschein ausgegeben hat, tatsächlich nicht das letzte Geld, das ihn der folgenschwere Geburtstag gekostet hat. Neuer Ärger und eine neue Geldstrafe waren fällig. Warum? Das sagt Ihnen Ministerialdirigent Rudolf Freier vom Bundesverkehrsministerium. Man muss unterscheiden zwischen der Fahrerlaubnis und dem Führerschein. Entscheidend ist die Fahrerlaubnis. Der Führerschein ist lediglich ein Beweismittel, der aber niemals eine fehlende Fahrerlaubnis ersetzen kann. Demzufolge war Herr Hildmann auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er hatte seinen Wohnsitz in der Bundesrepublik, ihm war für dieses Gebiet die Fahrerlaubnis erzogen worden. Mit anderen Worten, in der festgesetzten Zeit durfte Herr Hildmann nicht selbst mit einem Auto fahren. Um es übertrieben zu sagen, selbst dann nicht, wenn er 5 Führerscheine in der Tasche gehabt hätte. Herr Hildmann hat sie auch strafbar gemacht. Es ist einfach eine unverzeihliche Naivität zu glauben, man könnte sich eine Fahrerlaubnis kaufen. Nun ist es kein Einzelfall. Zahlreiche Bürger in der Bundesrepublik, in Österreich und der Schweiz sind schon auf die schönen Worte hereingefallen, mit denen gewissenlose Geschäftemacher versuchen, die klare Rechtslage zu verschleiern. Und so stellt sich die vermeintliche Gesetzeslücke unter Umständen als eine gefährliche Falle dar. Denn die Opfer zahlen nicht nur gutes Geld für ein wertloses Stück Papier, sie machen sich strafbar und überdies laufen sie Gefahr, wenn sie erwischt werden, in absehbarer Zeit keine neue Fahrerlaubnis erteilt zu bekommen. Eigentlich müsste das für jedermann selbstverständlich sein, was Herr Freier da sagt. Denn zu einem funktionierenden Gemeinwesen gehört nun einmal, dass man sich auch aus eigenem Antrieb an die sozialen Spielregeln hält. Und deshalb muss man auch einmal ganz deutlich sagen, dass die Jagd nach der vermeintlichen Gesetzeslücke nicht immer clever sein muss, sondern dass sie in vielen Fällen schlicht asozial ist. Und nun zu unserem zweiten Thema. Hier geht es um eine Materie, über die man früher vornehmerweise nicht gesprochen hat, die in letzter Zeit aber immer mehr unseren Alltag beherrscht. Müll, Abfall, Dreck. Kaum eine Woche vergeht, in der in unseren publizistischen Medien nicht darüber diskutiert und berichtet wird. Und wenn ein Thema so in der Luft liegt, dann gehen auch die Herren Betrüger erfahrungsgemäß
nicht daran vorbei. Zum Beispiel zwei junge Männer, die sich seit einiger Zeit einen Trick zurechtgelegt haben, mit dem sie reiche Beute machen. Den größten Erfolg haben sie in Mietshäusern, in denen der Platz in den Mülltonnen manchmal heiß umkämpft ist. Sie arbeiten rationell und nehmen sich gleichzeitig verschiedene Stockwerke vor. Guten Tag. Ach du lieber Gott. Na dann, ich kauf nichts. Sollen Sie auch nicht, Frau Seefeld. Ich komme von den Stadtwerken. Hier ist mein Ausweis. Ich hätte Sie gern mal in einem kurzen Moment gesprochen. Von den Stadtwerken? Wegen Strom oder was? Ja, bei mir ist alles in Ordnung. Ja, selbstverständlich. Ich komme auch nicht wegen des Stroms, aber können wir das nicht drin besprechen? Ja, entschuldigen Sie, natürlich, kommen Sie rein. Danke. Der amtliche Anstrich, den sich die Täter geben, öffnet ihnen nicht nur alle Türen. Die angesprochenen Personen kommen ihnen meist sogar mit unkritischem Vertrauen und Respekt entgegen. Es ist doch schon aus rein wirtschaftlichen Erwägungen heraus notwendig, dass wir uns da umorientieren. Also was sagen Sie, da wieder umgestellt mit dem Müll? Das geht doch sicher um die Abfalltonnen. Ja, also Frau Seefeld, ich muss Ihnen ja nicht erzählen, dass die Mülltonnen überall zu klein sind. Da haben Sie aber recht. Ich bin heute Morgen auch nur wieder mit viel Mühe und Not meine Sachen losgeworden. Sehen Sie. Und deshalb fangen wir jetzt an, jeden einzelnen Haushalt mit Containern auszurüsten. Das sind große Behälter, wo viel mehr reingeht. Ja, das wäre gut. Da wären wir die Sorge los. Die ganzen Neubauten sind von vornherein mit Containern ausgerüstet. Und da wäre es für die Stadt auf die Dauer gesehen einfach zu teuer, mit zweierlei Müllwagen rumzufahren. Na ja, das verstehe ich schon, aber warum kommen Sie eigentlich zu mir? Müllabfuhr, das ist doch die Sache des Hausbesitzers. Im Grunde genommen schon. Aber die Kosten müssen ja umgelegt werden auf die einzelnen Haushalte. Und da müssen wir die Erhebungen machen. Ja, wieso? Ich meine, was heißt denn das? Müssen wir Mieter da am Ende was zahlen? Das haben Sie bisher auch getan, Frau Seefeld. Mit der Nebenkostenabrechnung. Das haben Sie bloß vielleicht nicht gemerkt. Und jetzt zahlen Sie dann nur einmal an die Stadtwerke und künftig nicht mehr an den Hausbesitzer. Auf die Dauer gesehen wird das dann für Sie billiger. Ja, aber ich meine, was kommt denn da auf mich zu? Was wird denn das kosten? Das wird genau ermittelt nach Kopfzahl und Wohnungsgröße. Also eins kann ich Ihnen sagen, für die anderen Leute zahle ich nicht mit. Meine Nachbarin da drüben, die hat 4 Kinder. Da fällt doch wesentlich mehr an als bei mir. Aber selbstverständlich, das macht unser Computer ganz genau, auf 2 Stellen hinter dem Komma. Jetzt wird nur eine Abschlagszahlung erhoben, die wird dann später verrechnet. Im Grunde genommen wie beim Strom, da machen wir es ja genauso. Ja, und diese Abschlagszahlung, ich meine, was wird denn das kosten? Sie sind eine Einzelperson? Ja. Die Wohnung hat na unter 50 Quadratmeter. 48. Das macht mit 20% Rabatt, weil Sie ja sicher gleich bar bezahlen, genau 298 Mark. 298 Mark? Und das soll ich gleich bezahlen? Na ja, natürlich. Sie sparen dabei 20%. Das sind rund 60 Mark. Wollen Sie die verschenken? Na, natürlich nicht. Aber das kommt doch sehr überraschend für mich. Das sind ja die Probleme unserer Zeit. Die überrollen uns alle. Ja, es kann ja schon sein. Aber dass ich mich da so schnell entscheiden soll? Da gibt's nichts zu entscheiden. Das ist Vorschrift. Das steht im neuen Umweltschutzgesetz. Na, ich schreibe Ihnen gleich mal die Quittung aus. Ja, Moment mal, ich muss da erst mal nachsehen. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel Geld im Haus habe. Na, schauen Sie mal. Es wird schon langen. Heute ist der 1.5. Da haben Sie aber Glück gehabt. So viel Geld habe ich sonst nicht im Haus. Das Glück haben Sie gehabt. Ups, Frau Seefeld. Wenn Sie an die 60 Mark denken... Na ja, also, wenn Sie es von der Seite sehen. Ich bringe Sie noch raus, bitte schön. Danke. Ihre Quittung. Ach ja, die Quittung, natürlich. Frau Seefeld hat natürlich keineswegs Glück gehabt. Sie hat nicht 60 Mark gespart, sondern 298 Mark einem Betrüger in die Hand gedrückt. Damit ich zu Hause bin, weil ich nicht immer da bin. Die Männer gehören zu einer bundesweit operierenden Bande. Und sie haben in ihrer Trickkiste auch noch eine zweite Variante, nach der sie vorgehen, wenn jemand nicht so leichtgläubig ist wie Frau Seefeld. Sehen Sie, und deshalb stellen wir jetzt um auf Container. Der Bundesbahnschaffner Erwin Fritsche erweist sich zum Beispiel als ein solch hartnäckiger Fall. Na ja, gut, das mag ja alles sein mit diesen Containern, das gebe ich ja zu. Aber dass ich da im Voraus jetzt 300 Mark hinblättern soll, ohne schriftlichen Bescheid, ohne alles, wissen Sie, das schmeckt mir gar nicht. Deshalb machen wir uns ja die Mühe und gehen von Haus zu Haus, um die Bevölkerung umfassend zu informieren. Ist ja gut, ich weiß ja jetzt Bescheid. Aber ich verstehe immer noch nicht, wieso das jetzt Sache der Mieter sein soll. Das will ich Ihnen gerne noch einmal erklären. Moment mal, es hat geklingelt, ich bin gleich wieder da. Bitte.
Guten Tag, entschuldigen Sie, ich komme von den Stadtwerken. Ist mein Kollege noch bei Ihnen? Ja, ja, kommen Sie mal rein. Dem habe ich gerade meine Meinung gesagt. Hier ist Ihr Kollege. Ja, sieht ja fast so aus, als hätten Sie Verstärkung angefordert. Oder? Nein, das ist mein Chef. Guten Tag, Herr Beermann. Herr Weil, Sie müssten mal gleich ins Nachbarhaus rüber in die Schreinerei. Sie sind ja Experte für Gewerbebetriebe. Und da gibt es ein Problem mit den Glasresten. Ich kann ja mit Herrn Fritsche so lange allein weitermachen. Ja, ist gut. Ich war gerade dabei zu erklären, wieso jetzt die Mieter hinzugezogen werden müssen. Schon gut, ich mach das schon. Auf Wiedersehen, Herr Fritsche. Und sind Sie nicht so streng mit meinem Chef. Ich bring Sie noch zur Tür. Ach, bemühen Sie sich doch nicht. Ich bin schon allein hinaus. Ja, Herr Fritsche, ich will mich auch nicht allzu lange aufhalten. Was haben Sie denn noch für Fragen? Wissen Sie, ehrlich gesagt, mir gefällt die ganze Sache nicht. Na, die hohen Herren von der Stadtverwaltung, die können mich doch nicht einfach zwingen, mir etwas anzuschaffen, was ich gar nicht brauchen kann. Hier ist meine Mülltonne groß genug. Tja, das glauben Sie, Herr Fritsche, aber Sie müssen das auch mal aus einem anderen Blickwinkel sehen. Es geht gar nicht um Ihren persönlichen Bedarf. Wir müssen unsere Mülltransportwagen umrüsten. Und was nützt Ihnen da Ihre alte Tonne, wenn sie doch nicht mehr geleert werden kann? Das geht doch nicht. Das können Sie doch mit mir nicht machen. Herr Fritsche, die Zeit bleibt ja nicht stehen. Wir können die Umweltprobleme nur mit neuen Transportsystemen in den Griff bekommen. Vielleicht hat Ihnen das Herr Weil noch nicht genau genug erklärt. Sehen Sie, die Sache ist die. Die Ablenkung ist perfekt. Während einer der Täter seine Rolle weiterspielt, wandelt sich der andere vom Betrüger zum Dieb. Er kann sich darauf verlassen, dass sein Komplize das Opfer mit langatmigen Diskussionen über Mülltonnen so lange hinhält, bis er mit seiner Beute die Wohnung in aller Ruhe verlassen hat. Gezwungen, um Steuergelder zu sparen, so wirtschaftlich wie möglich zu operieren. Aber nicht auf meine Kosten. Also das müssen Sie auch wirklich einsehen, dass da langfristig gar nichts anderes möglich ist. Was war das? War jemand an der Tür? Was? Nee, ich habe nichts gehört. Und dann habe ich mich getäuscht. Ja, also Herr Fritsche, um zu einem Ende zu kommen, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich schicke Ihnen das alles noch einmal schriftlich zu und dann können Sie in aller Ruhe überlegen, wie Sie sich entscheiden wollen. Na also, das ist doch ein Wort, warum denn nicht gleich so? Wissen Sie, ich bin nicht so leicht ins Boxhorn zu jagen. Das freut mir ja sowieso nicht. Aber ich kann Sie verstehen. Wiedersehen, Herr Fritsche. Wiedersehen. Moment mal. Den hätten Sie beinahe vergessen. Ich brauche es wohl gar nicht mehr zu sagen, meine Damen und Herren. Herr Fritsche hat von dem angeblichen Bediensteten der Stadtwerke nichts mehr gehört. Und den Diebstahl seiner Wertsachen hat er erst bemerkt, als die Täter schon längst über alle Berge waren. Und nun zu einem wirklich ganz anderen Thema, zum Thema Whisky. Seit einiger Zeit sind eine Reihe dubioser Schwindelunternehmen auf die Idee gekommen, dieses hochprozentige Getränk für hochprozentige Geschäfte zu nutzen. Sie bieten insbesondere in Deutschland, einem in dieser Frage naturgemäß schlecht informierten Publikum, Anlagemöglichkeiten in schottischem Whisky an. Dabei versprechen sie außerordentlich hohe Gewinne. Was am Ende aber dabei herauskommt, können Sie jetzt am Beispiel einer Familie verfolgen, die wir in unserem Film Ruppel nennen wollen. Damit Ihnen der Abschied nicht so schwer fällt, Frau Ruppel, möchten wir Ihnen zur Erinnerung an diesen Tag noch ein kleines Präsent überreichen. Das ist aber nett. Das ist ja wirklich eine Überraschung. Da werde ich ganz neugierig. Darf ich gleich mal nachgucken? Du kannst doch warten, bis wir zu Hause sind. Lass mich doch. Ist doch klar, dass ich es gleich sehen möchte, Herr Ruppel. Mein Gott, Walter, unser alter Laden. Und da steht der Opa und die Mutti. Tatsächlich? Ja, das gibt's doch gar nicht. Wo haben Sie denn das her? Das muss ja über 50 Jahre alt sein. Tja, da staunen Sie, was? Das habe ich in einem alten Zeitungsarchiv aufgetrieben vom Tageblatt. War gar nicht so einfach. Und es ist aber wirklich eine Riesenfreude, die Sie uns da machen. Das kommt ins Wohnzimmer, an die Wand. Ah, da komme ich ja gerade richtig. Wieso? Was ist denn? Was möchten Sie denn? Der junge Mann kommt vom Tageblatt. Das habe ich organisiert. Die Geschäftsübergabe ist ja immerhin was Besonderes in unserer Stadt. Und Sie kriegen dann gleich ein Erinnerungsfoto. Oh, fein! So, wenn Sie vielleicht jetzt ein bisschen zusammenrücken würden. Ja, gut so. Wie wär's denn? Halten Sie das Foto ruhig hoch, damit man es auch erkennen kann. Gut so. Achtung. Und noch einmal. Dankeschön, das war wunderbar.
Geh gleich rüber in die Redaktion. Die brauchen das Bild heute noch. Wiedersehen. Dankeschön, wiedersehen. Ja, wir wollen uns aber auch jetzt verabschieden. Wir sehen uns ja sicher öfter. Und wenn Sie irgendwelche Fragen haben, rufen Sie mich bitte an. Ja, sicher, Sie sind ja nicht aus der Welt. Wiedersehen, Herr Ruppel. Auf Wiedersehen, Frau Leitner. Walter und Anneliese Ruppel haben seit über 30 Jahren in der kleinen hessischen Stadt Frankenberg eine Drogerie geführt, die schon von ihren Eltern vor über 50 Jahren gegründet worden ist. Um ihre alten Tage noch ein bisschen genießen zu können, haben sie jetzt das Geschäft aufgegeben und an die Familie Leiding verkauft. Komisch ist das schon. So lange haben wir uns auf diesen Tag gefreut. Und jetzt? Also am liebsten möchte ich wieder umkehren. Tja, mir geht's nicht anders. Aber wir werden uns schon dann gewöhnen an unsere Freiheit. Ja, gewöhnen, das ist das richtige Wort. Vor lauter Arbeit sind wir ja zu nichts gekommen. Aber das holen wir jetzt alles nach. Guck mal, wie wär's denn mit einem kleinen Trip in die Südsee? Oh, du bist ja verrückt, was wollen wir denn da? Wir haben doch den Kindern versprochen, dass wir sie der Reihe nach besuchen. Ja, ja, ist ja gut. War ja bloß mal so eine Idee. Drei Wochen später kommen die Ruppels tatsächlich von einer längeren Reise zurück. Sie waren zwar nicht in der Südsee, dafür haben sie aber der Reihe nach alle ihre Kinder wieder einmal gesehen. McTavish, Whisky, London. Sag mal, hast du uns Whisky bestellt zur Begrüßung? Wieso, wie kommst du denn darauf? Hier ist ein Brief. Oh Quatsch, wer weiß, was das ist. Naja, ich kann ja mal nachschauen, wenn wir oben sind. Du, Anneliese, die Sache mit dem Whisky ist gar nicht schlecht. Wieso, was ist denn das? Da kann man sehr günstig kaufen. Das fehlte noch. Willst du hier vielleicht deine eigene Kneipe aufmachen? Nee, du, das ist ganz anders. Da kann man in Schottland einen größeren Posten jungen Whisky kaufen. Der lagert da ein paar Jahre, wird alt und teuer. Du weißt ja, was eine Flasche echter Whisky kostet. Na und? Was willst du denn damit? Na, wieder verkaufen. Du brauchst keine Angst zu haben. Der kommt ja gar nicht erst ins Haus. Also das verstehe ich nicht. Na, ganz einfach. Da gibt es da praktisch sowas wie eine Art Whisky-Börse. Da kann man seinen Bestand dann wieder verkaufen. Du, die schreiben hier, dass man mit einer Jahresrendite von mindestens 15% rechnen kann. Das zahlt dir keine Bank und keine Sparkasse. Wie soll denn das gehen? Musst du da hinfahren? Nein, hier steht, dass man da hinschreiben muss und das ihm dann alles erklären. Na ja, aber sag mal, warum haben die gerade uns geschrieben? Woher haben die unsere Adresse? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich kann ja mal hinschreiben. Vielleicht erfahren wir es dann. Ja, meinetwegen. Aber du, ins Haus kommt mir das Zeugs nicht. Ach ja, ja. Walter Ruppel gehört nicht zu den Leuten, die sich leichtfertig auf ein finanzielles Abenteuer einlassen. Aber er ist doch Geschäftsmann genug, um bei einer guten Gelegenheit zuzugreifen. Sein Brief an die Maklerfirma landet in einem Büro in London. Bestellung zuschicken. Ja, ja. Ja, das wird eigens für die Kundschaft aus der Bundesrepublik sind hier mehrere deutsche Angestellte engagiert worden. Urkunden, sofort nach der Einlagerung. Ja? Ja, gut, Herr Doktor. Vielen Dank. Ja? Wiedersehen. So, das war der Arzt aus Stuttgart. Ich glaube, den habe ich an der Angel. Der ist ganz schön heiß auf die Sache. Na prima. Kannst du gleich weitermachen mit dem hier. Der heißt Walter Ruppel. Frankenberg in Hessen. Ich habe die Vorwahl schon draufgeschrieben. Was schreibt er denn? Hat er eine Ahnung von der Branche? Nein, klingt ganz normal. Möchte nur näher informiert werden. Unsere Broschüre hat er schon gelesen, schreibt er. Ja. Da war ein Bild in der Zeitung. Er hat sein Geschäft verkauft. Da muss also ein bisschen Geld sein. Naja, deshalb haben wir ihn ja auch angeschrieben. Hübsches Bildchen. Na, dann wollen wir den mal anrufen. Ruppel? Wie bitte? Was sagen Sie aus London? Sie hatten uns doch geschrieben wegen Informationen über unser Whisky-Angebot. Ach
so, Sie meinen die Whisky-Sache. Ja, einen Moment mal, da muss ich meinen Mann holen. Der hat das nämlich alles gemacht. Walter? Ja? Kannst du mal kommen? Schnell, aus London. Hast du gehört? Ja, ja, ich komme. Einen Moment, mein Mann kommt gleich. Ein Mann ist dran, er sagt, er ruft aus London an. Hier ist Ruppel, Frankenberg. Guten Tag, Herr Ruppel, hier ist die Firma McTavish in London. Sie hatten uns geschrieben wegen der Whisky-Investition. Sie wollten da gern noch einige Informationen. Ja, ja. Ja, Herr Ruppel, machen wir es doch am besten so, dass Sie mich fragen, denn ich weiß ja nicht genau, was Sie im Einzelnen interessiert. Ja, ich schau gerade mal nach. Moment, bitte. Ich habe mir das nämlich alles ein bisschen aufgeschrieben. Ja, da wäre erstmal die Frage mit den Gewinnspannen. Die sind ja sehr ordentlich. Aber sagen Sie mal, gibt es da irgendwelche Garantien? Ich meine, dass das Geld sich tatsächlich so vermehrt. Also, Herr Ruppel, wir wollen hier keine Luftschlösser bauen. Sie sind in dieser Sache quasi ein Unternehmer. Nach menschlichem Ermessen müssten Sie einen Mordsgewinn dabei machen. Das können Sie sich an Ihren fünf Fingern abzählen. Naja, ein kleines Risiko steckt natürlich in jedem Geschäft. Das verstehe ich schon. Wir hatten ja selbst viele Jahre ein kleines Geschäft, eine Drogerie. Da sind mir solche Probleme nicht neu. Na sehen Sie, haben Sie denn Ihr Geschäft nicht mehr? Nein, wir haben das Geschäft aufgegeben, verkauft. Aha, und da haben Sie jetzt etwas Geld frei und möchten investieren. Ja, da ist Whisky natürlich das Allervernünftigste. Na, Sie kennen ja sicher den Unterschied zwischen dem billigen Zeug und dem guten, alten, abgelagerten Whisky. Ja, 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 ich weiß. 27 Mark kostet bei uns die Flasche. Sehen Sie? Aber da wir gerade von Preisen sprechen, wie ist das denn? Stimmt das noch, was hier im Prospekt steht? 16 Mark die Gallone? Leider nicht mehr ganz, Herr Ruppel. Die Preise haben in der vorigen Woche etwas angezogen. 16,50 Mark kostet jetzt die Gallone. Ach, das ist aber dumm. Sagen Sie, mit wie viel sollte man denn da einsteigen bei Ihnen? Naja, 400 Gallonen, das ist die Mindestmenge, das steht ja auch im Prospekt. Aber Herr Ruppel, wenn Sie gerade flüssig sind, dann sollten Sie 1000 Gallonen nehmen. Das rentiert sich doch einfach mehr. Ja, ja, da haben Sie sicher recht. Aber wie geht das nun vor sich mit der Bestellung? Herr Ruppel, Sie haben doch unsere Unterlagen. Da ist ein Bestellformular dabei, das füllen Sie einfach aus und schicken es uns her. Und den Rest erledigen dann wir. Gut, dann wäre ja eigentlich alles klar. Ich schau mir die Papiere noch mal an und dann kann ich ja bestellen. Vielen Dank für den Anruf. Auf Wiederhören. Du, das klingt gar nicht schlecht. Das sollten wir uns ernsthaft überlegen. Ja. Aber was kostet denn das Ganze? Ich meine, wie viel Geld brauchen wir dann da? Das kommt natürlich ganz drauf an, wie viel Gallonen wir nehmen. Gallonen? Das ist das englische Maß. Eine Gallone sind ungefähr 4,5 Liter. Also wenn wir 1000 Gallonen nehmen, das wären dann 16.500 Mark. Die Preise steigen nämlich laufend. Ja. Aber wie kriegen wir unser Geld wieder zurück? Und wann? Normalerweise dauert das 3 bis 4 Jahre. Das liegt ganz bei uns, wann wir wieder verkaufen. Die haben ausgerechnet, dass man nach 3 Jahren mit einer Wertsteigerung von mindestens 50% rechnen kann. Das heißt, dass wir dann 8000 Mark verdient haben. Du, das zahlt ja wirklich keine Bank. Du meinst, dass das alles klappt? Dass da nirgendwo ein Pferdefuß drin steckt? Och, das klingt eigentlich alles ganz plausibel. Und auch der Mann am Telefon macht einen sehr guten Eindruck. Am besten, ich fülle den Bestellschein gleich aus. Und wenn denn alles geklappt hat, mit den 8000 Mark, meine ich, dann können wir vielleicht doch noch in die Südsee fahren. Die Südseeträume, die Herr Ruppel mit diesem Whisky-Geschäft verwirklichen möchte, werden aber zunächst einmal auf eine lange Bewährungsprobe gestellt. Die 1000 Gallonen schottischen Whiskys, die er gekauft hat, reifen zwar vereinbarungsgemäß in einem Zolllager in Schottland langsam vor sich hin. Ob in den Fässern aber tatsächlich ein hochwertiger und später mit Gewinn zu verkaufender Rohwhisky lagert, kann Herr Ruppel im fernen Deutschland nicht beurteilen. Für ihn kommt die Stunde der Wahrheit knapp 3 Jahre später, im Herbst 1976. Nein, das gibt's doch nicht.
Auf sein Schreiben, dass der Whisky nun lange genug gelagert habe und er verkaufen möchte, erhält er von der englischen Maklerfirma eine völlig unerwartete Antwort. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Du, hör dir das mal an. Hier. Und obwohl der Whiskymarkt ständig größer wird, hat die allgemeine Wirtschaftskrise natürlich auch das Geschäft mit Whisky nicht unverschont gelassen. Durch diese Entwicklung sind unsere früheren Gewinnkalkulationen leider über den Haufen geworfen worden. Ja, und was heißt das für uns, Walter? Ja, nun warte doch, das geht doch noch weiter. Wir sind jedoch sicher, dass diese Situation sich sehr rasch ändern wird. Deswegen möchten wir Ihnen auch empfehlen, Ihren eingelagerten Whisky noch zu halten, so wie das viele unserer erfahrenen Kunden in kluger Voraussicht ebenfalls tun. Ja und? Was willst du machen? Ja, du wirst doch nie noch länger auf dein Geld warten wollen. Nein, das kommt nicht in Frage, das Zeug wird verkauft. Wer weiß, ob du später überhaupt noch los wirst. Herr Ruppel hat den Rat seiner Frau befolgt. Um zu retten, was noch zu retten war, hat er sich mit Hilfe der Behörden an einen seriösen Makler in London gewandt, um seinen Whisky verkaufen zu lassen. Ein erheblicher Verlust war allerdings nicht mehr abzuwenden. Nach Abzug aller Unkosten wie Versicherungsprämien und Lagergebühren bekam Herr Ruppel ganze 1800 Mark zurück. Statt also 8000 zu verdienen, musste Herr Ruppel rund 14.000 Mark in den Wind schreiben. Was er nicht wissen konnte, dieses Ergebnis war vorauszusehen, und zwar ganz unabhängig von jeglicher Wirtschaftskrise. Denn der Einstandspreis von rund 16 Mark pro Gallone Whisky lag bereits rund um das Fünffache über den gängigen Marktpreisen. So, und nun zum Schluss unserer Sendung wieder ein Experiment, bei dem wir eine echte Gaunermasche auf ihre Wirksamkeit getestet haben. Es wurde vor einigen Wochen bei einem der herbstlichen Volksfeste aufgenommen, aber es ist auch in den nächsten Wochen ganz aktuell, denn es dauert ja nicht mehr lange, bis die großen Weihnachtsmärkte ihre Pforten öffnen. Die Gaunerei, die wir diesmal ausprobieren wollten, wird in der Regel im Trubel der großen Festzelte praktiziert, wo sich nicht selten mehrere tausend Menschen auf engstem Raum drängen. In diesem Getümmel sind unsere Kameraleute und Tontechniker verständlicherweise überhaupt nicht aufgefallen. Und auch unser Mitarbeiter Bernd Schröder konnte sich unbehelligt und in aller Ruhe umsehen. Wichtigstes Requisit für diesen Auftritt: ein kleines, aber bedeutsames Rangabzeichen an der Brust. Ziel der Aktion: gebratene Hähnchen, die gerade serviert worden sind. Entschuldigung, Sie haben sie gerade die Hähnchen bekommen. Die sind alle nicht durch. Die sind reklamiert worden. Wenn ich die gerade noch mal wegnehmen darf, Sie kriegen zwei neue. Eine Sekunde. Die sind nicht durch, die sind reklamiert worden eben da vorne. Eine Sekunde, komm gleich wieder. Er kommt natürlich nicht wieder. Außer Sichtweite macht er die Hähnchen sofort zu Geld. Hatten Sie Hähnchen bestellt? Zwei? Die sind gerade noch zwei von drüben. Ja? Ehe sie kalt werden. Ja, okay. Ja, dann komme ich von Ihnen 8 Mark und 10 für ein Hähnchen. Ja. Okay, danke. So, eins habe ich noch. Hatten Sie ein Hähnchen? Ein halbes? Haben Sie ein halbes Hähnchen? Wir haben gerade noch eins, Rubi, deswegen frei. Ja. Ja. Leider schon, ja. Sie haben gerade das Hähnchen bekommen? Ja. Wenn Sie es gerade wiedergeben, das ist nicht durch. Die sind von einem ganzen Spieß, der ist überhaupt nicht durch. Sehr ja? Schön, ich mag ein durch und ganz braun ja. Und ganz groß. Ein ganz groß, das ist für Kinder. Sie kriegen gleich ein großes. Okay, danke schön. Haben Sie gerade das Hähnchen bekommen? Die sind nicht durch. Das ist der ganze Spieß schlecht gewesen. Die kriegen's gleich. Kleinen Moment bitte. Die Masche funktioniert. Niemand hat etwas dagegen, wenn die schon bezahlten Hähnchen ausgetauscht werden sollen. Hatten Sie Hähnchen bestellt? Zwei? Ja. Bitte? Vier. Ich gebe mir gerade schon mal zwei. Ja. Eine Sekunde. Komm sofort mit zwei, ja? Bezahlen anschließend. Auch unerwartete Großaufträge können unseren Mann nicht aus der Fassung bringen. Bekommen. Die sind alle nicht durch. Darf ich die gerade mal wieder haben? Sie kriegen neue dafür. Ja? Wenn Sie mir die gerade mal geben, Sie kriegen sie gleich wieder. Im Handumdrehen sind die fehlenden Hähnchen organisiert. Denn im allgemeinen Trubel fällt es noch nicht einmal auf, wenn der falsche Kellner seinen Trick mehrfach wiederholt. Da sind sie.
Ein Hähnchen sind 8 Mark und 10, da bekomme ich von Ihnen mal 4, 32 Mark und 40 Pfennige. So, danke schön. Guten Appetit. Sie, bevor Sie anfangen zu essen, das Hähnchen ist nicht ganz durch. Können Sie mir das gerade wieder mitgeben? Ja, das ist nett. Dankeschön. Können Sie die Hände bestellen? War da drüben ein Hähnchen? Bei Ihnen? Haben Sie ein Hähnchen bestellt? Ja? 8 Mark 10, ne? Ja, ja. Noch jemand, sind ganz frisch, dauert es lange. 8 Mark und 10. Nach und nach rentiert sich die Geschichte. Aber dazu tragen natürlich auch die stolzen Preise für die Hähnchen bei. Schließlich gibt es dann aber doch Absatzschwierigkeiten mit dem letzten Beutehähnchen. Hatten Sie das bestellt? Verstehe ich nicht. Das ist sowieso. Hatten Sie das Hähnchen bestellt? Das ist gerade rausgekommen von draußen. Hatten Sie das gehabt? Nicht? Da war es bei Ihnen wahrscheinlich. Das Hähnchen, ja? Da ist eins bestellt worden eben. Hatten Sie ein Hähnchen bestellt? Da war nämlich eins übrig. Ja? Möchten Sie, als es kalt wird? Ja, ja? Wir haben gerade was gegessen. Ah ja, das ist gut. Hat es geschmeckt? Ja. So blieb Bernd Schröder dann nichts anderes übrig, als das Hähnchen selbst der angemessenen Zweckbestimmung zuzuführen, bevor der Volkszorn ihn erreichte. Also, meine Damen und Herren, vielleicht haben Sie bisher immer nur aufgepasst, dass Ihnen keiner die Butter vom Brot nimmt. Sie sehen, in so einer Situation ist auch ein wachsamer Blick aufs Hähnchen angebracht. Denn gelegentlich sind es gerade die kleinen Dinge, deren Verlust besonders schmerzt. Und damit auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal bei der Sendung Vorsicht, Falle.